Et si c'est le même quand je dois acheter des électroménagers comme des fours ou des machines de café, s'il y a un touchscreen, je ne peux rien y faire avec ça. Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte, liebe Gäste. Der SPV schlägt Alarm. Auch im Jahre 2023 kommen digitale Angebote nach wie vor nicht barrierefrei auf den Markt. Wir müssen die Barrieren entfernen und dazu gehören eben auch die digitalen Barrieren und auch jene in den Köpfen der Menschen. Des personnes en situation de handicap ne peut se concevoir sans des accès aux informations. Avoir une société sans discrimination, sans aucune discrimination, c'est essentiel et c'est pourquoi je me bats au niveau du Parlement avec le groupe des Verts et avec mes alliés politiques. Aber was immer noch nicht vonstatten geht, ist, dass Menschen mit Behinderungen im Alltag fast überall nicht mitgedacht werden. Erachte ich es als Selbstverständlichkeit, den Cyberspace barrierefrei zu gestalten. Denn die Digitalisierung birgt ein immenses Potenzial, damit Menschen mit Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Es ist absolut höchste Zeit für eine Sensibilisierungskampagne, die den Weg ebnet für echte digitale Barrierefreiheit. Im Weiteren muss klar sein, dass nicht barrierefreie Anwendungen seitens der öffentlichen Hand und des Service Public nicht online gehen dürfen, bevor diese geprüft und zertifiziert sind.